Hallo und Glück auf zum vorletzten Legendentalk in dieser Saison. Letzte Legendentalk nach einem Heimspiel gegen Hansa Rostock. Und auch heute sprechen wir wieder über das Spiel. Vielleicht gucken wir auch so ein bisschen in die Zukunft rein, mal gucken, was heute so geht. Bei unseren Legenden Klaus Fischer und Rüdiger Bramczyk, hallo und Glück auf. Glück auf. Ihr wart sicherlich auch beim letzten Heimspiel in dieser Saison in der Arena, habt das Spiel gesehen. Ein Sieg. Siebte Spiel ohne Niederlage, der FC Schalke ist wieder jemand. Wie habt ihr das Spiel verfolgt? Ja, das war ein Spiel, sagen wir so, bei uns ging es ja um nichts mehr. Natürlich will man vor 60.000 Zuschauern sein letztes Heimspiel siegreich gestalten, haben wir auch getan. Enttäuscht, muss ich ehrlich sagen, war ich von Hansa Rostock, die um den Abstieg kämpfen und eigentlich viel zu wenig getan haben, um ein Spiel zu gewinnen. Und so ist es denn, Schalke 04. Wir haben lange zittern müssen, aber von Samstag oder Abend von da an nicht mehr. Und für uns geht es jetzt natürlich darum, für die Zukunft zu planen, Spiele zu holen. Was mir gefallen hat, das möchte ich noch erwähnen, wo ich immer von Anfang an gesagt habe, der Schisse, ein junger, schneller, kopfballstarker Junge, der vom ersten Spieltag an, da hat er gespielt, aber hat Fehler gemacht. Junger Mann macht Fehler. Von da an war er weg von der Bildfläche. Jetzt ist er in Osnabrück eingewechselt worden. Jetzt hat er von Anfang an gespielt. Und ich glaube, an dem Jungen, wenn man ihn richtig behandelt und mit ihm richtig arbeitet und mit ihm spricht, werden wir in der Abwehr einen guten Mann bekommen. Weil der wieder von Spiel zu Spiel wirst du immer selbstbewusster, wirst stärker. Und das ist ganz wichtig für die Abwehr, weil Kaminski ist auch schon schon über 30 und irgendwann haben wir ja gesehen von Terode, irgendwann ist vorbei, dann musst du deine Karriere beenden und den einen oder anderen Spieler müssen wir natürlich dazu holen, um eine gute Rolle zu spielen im nächstes Jahr in der zweiten Liga, um eben wieder nach oben zu kommen. Schalke 04 gehört nach oben in allen Belangen. Es ist ein Verein, der die zweitmeisten Mitglieder hat in Deutschland, 180.000, der in ganz Deutschland seine Fans haben. Das kriegen wir auch mit, wenn wir unterwegs sind für Schalke 04. Deswegen hoffe ich natürlich, dass wir ein gutes Händchen haben bei neuen Spielern. Ja, der Klaus, der sagt mir alles schon voraus. Ich kann gar nicht mehr nur sagen. Oder? Ich muss diesmal nächstes Mal als Erster anfangen. Ja. Nein, ich sehe also auch, also Hansa Rostock hat in der ersten Halbzeit meiner Ansicht nach, sag ich mal, 5% besser gewesen als unsere Mannschaft. Die haben sich zu ein, zwei Chancen rausgespielt. Aber Müller hatte zweimal super, ist ja super rausgekommen und man muss wirklich sagen, also ich hoffe nur, dass unser Verein nicht verrückt genug ist und lassen den Jungen laufen. Also das wäre das Größte, das Schlechteste, was uns passieren kann. Aber wie gesagt, Rostock war zudem für 5 oder damals 10% ein bisschen besser. Aber ist ja klar, wenn es um nichts mehr geht bei einer Mannschaft, ist der Kopf auch ein bisschen leerer schon und es ging eigentlich im Grunde hier nur noch darum, sag ich mal, die Leute zu verabschieden und. Und das war die große Aufgabe, die wir noch hatten. Also das Spiel selber war ja jetzt nicht berauschend gewesen, das muss man auch sagen. Auch wenn wir da jetzt 2-1 gewonnen haben. Und ich persönlich habe mich nur für die Leute gefreut, dass die hier nochmal einen schönen Abschluss haben und. Und wir haben auch hier über unsere Fans wieder tolle Sachen gesehen, also das war alles klasse, das muss man wirklich sagen, aber das Spiel selber war, sag ich mal, ein schönes Durchschnittsspiel, also da haben wir einige von gesehen hier,
Aber eben wie gesagt, mit dem glücklichen Stand von uns, dass wir eben 2-1 gewonnen haben. Solche Spiele haben wir sonst ja mit Unentschieden oder auch schon mal vereiert. Das muss man auch mal sagen. Und ich bin glücklich erstmal, dass wir hier drin geblieben sind. Und das ist das Wichtigste für unseren Verein. Wie Klaus schon sagte, man muss jetzt natürlich gucken. Und vor allen Dingen muss man sehen, was, und das ist wieder das, was man an Fehlern gemacht hat. Ja, die muss man ganz schnell lösen, diese Fehler. Ich hoffe jetzt nicht, dass man sich jetzt hier auf 2-3 Leute verlässt, ja, und sagt, ja, die machen das schon und wir haben das schon mal irgendwann gehabt mit Heidel, den sie dann da hingestellt haben und der hatte dann auch nur Blödsinn gemacht und viel Geld ausgegeben und alle haben aber abgenickt, was er gemacht hat und ich hoffe, dass es nicht wieder der Fall wird. Ja klar, man muss natürlich die ganze Saison analysieren. Das werden wir auch tun. Und über alles sprechen, was man sprechen muss, um wieder nicht da unten reinzukommen, vor allem, das ist nicht die Ansprüche von Schalke 04. Und da muss man sich zusammensetzen, muss sprechen drüber, über Spieler, über alles Mögliche, das wissen die besser als wir und dann schauen wir mal, was passiert. Nächstes Jahr in der zweiten Liga, es wird nicht einfacher werden, dass die Leute sagen, ja gut, Schalke 04, ja, nein. Die Leute, die kommen, die da sind, müssen wissen, wenn Schalke 04 gespielt wird, ist der Gegner hochmotiviert, bringt mehr als normal und das muss ich wissen. Das geht ja bei Bayern München genauso. Ja? Die können auch nicht mit halber Kraft, werden sie nicht Deutscher Meister. Haben wir jetzt einen großen Konkurrenten, Leverkusen. Da muss von Anfang an, muss man hier zur Sache gehen und muss zeigen, hier holt keiner was. Das ist wichtig. Ja, mit Ben Manga hat er jetzt ein neuer Kaderplaner angefangen und auch Chef der Knappenschmiede. Erste Verpflichtung möglicherweise auch schon eingetütet, Anton Donkor von Eintracht Braunschweig, linker Verteidiger. Aber lass uns mal über das Personal sprechen, was noch da ist. Simon Terodde wurde verabschiedet, war ganz emotional. Wie habt ihr diesen Stürmer hier auf Schalke erlebt? Und seid ihr traurig, dass er jetzt aufhört? Oder würdet ihr euch wünschen, dass er in irgendeiner Form dem Verein erhalten bleibt? Also, hat 3 Jahre hier gearbeitet. Ja, und hat in den 3 Jahren eigentlich ganz gut gearbeitet, das muss man wirklich sagen. Aber ich weiß jetzt auch nicht immer, wenn einer 3 Jahre hier gearbeitet hat, dass er sofort einen Job irgendwo kriegen muss. Ja? Also ich glaube auch vielleicht noch niemals, dass Torre aufhört. Der wird wahrscheinlich irgendwo noch ein bisschen pöllen wollen. Vielleicht in Münster. Ich weiß nicht. Ich habe er hat ja gesagt, Gefühl. Die Schuhe hängt er an den Nagel. Ja. Also das ist okay, wenn er sagt, dann, dass er wirklich aufhört, dann glaube ich ihm das mal. Ja, aber man ist ja immer so, Fußball, man hört irgendwann auf und dann ist Schluss. Er hat gute Arbeit hier gemacht, 3 Jahre, da muss man wirklich sagen. Er hat sich immer reingeschmissen und er war ja zum Teil Kapitän und mal nicht Kapitän. Aber das muss man wirklich sagen. Also er hat alles gegeben, in dem Rahmen, was er kann. Ja, diese Saison hat er ein bisschen für sich selber feiert, weil er nur so wenig Tore gemacht hat. Hat aber auch, sag ich mal, hat auch nicht ganz so viel Einsätze manchmal gekriegt, mal raus, mal rein, mal raus und das ist auch für einen Spieler auch nicht so gut, aber ich persönlich habe mich sehr gefreut, dass man ihn so toll verabschiedet hat, uns hat man nicht so verabschiedet, ich hoffe, dass da noch was kommt. Auf jeden Fall, also uns haben sie vergessen, Klaus, oder? Die vergessen? Ja, die haben schon... Judas, ja, wirklich, aber... Das ist eine Vergangenheit, da reden wir nicht drüber. Ja, aber wie gesagt, also Lazio wurde auch verabschiedet, Asa wurde verabschiedet und wahrscheinlich hinter den einen oder anderen hätten sie auch noch verabschieden müssen, aber da sind sie sich wahrscheinlich alle noch ein bisschen unschlüssig, meiner Ansicht nach, und die müssen ja jetzt auch erstmal schauen, wen kriegen die denn überhaupt? Ja, wenn du sagst, Donkor aus Braunschweig, der ist so ein linker Verteidiger, glaube ich, ne? Ja. Und man muss mal abwarten. Also wenn das jetzt eine Alternative ist für die Seite, wo wir fast jetzt alles abgegeben haben,
müssen wir mal schauen. Ne? Also, dann, weil du kommst ja mit einem Spieler nicht aus. Du brauchst ja mindestens, wie ich immer gesagt habe, 5 Spieler, die aber komplett in der ersten Mannschaft spielen, nicht in der Reserve. Und das sind wichtige Spieler. Und da haben, glaube ich, das Wilmots und auch, ich glaube, Ben Manga macht, glaube ich, auch irgendwie mehr für die Jugend, soweit wie ich gehört habe. Also, der will junge Spieler holen, die man hier ausbildet. Ob das hinhaut, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ich glaube, Wilmot ist für die Sache zuständig, für die Spieler, die sofort einschlagen sollen. So habe ich das jetzt im Interview gelesen und ja, ne, kann ich eigentlich auch nicht dazu sagen. Da bin ich außen vor. Ja, ich weiß nicht, wie die Planung da ist. Ich weiß nicht, welche Spieler sie im Fokus haben, dass wir Leute brauchen, um nach oben zu kommen, ist klar. Und das ist ja eine große Aufgabe für unseren Verein, egal wer dafür verantwortlich ist. Wir müssen schauen, wir haben, wenn wir nur mal kurz auf Terode zurückkommen, er ist ein Strafraumspieler, der Bälle braucht, von links, von rechts. Da kam zu wenig, deswegen hat er dieses Mal auch nur 5 Tore gemacht. Ein Jahr vorher war es ein bisschen anders. Da müssen wir schauen, dass wir in der Offensive Leute holen, dass wir in der Defensive gut stehen. Der Torwart ist auch noch in Frage gestellt, was ich so gelesen habe, wer Wolfsburg dran, ob er sich das antut, hoffe ich nicht, weil er hat wirklich eine sehr gute Saison gespielt. Mit den jungen Schiedsrichter habe ich schon was gesagt, Carles hat eine gute Saison gespielt, so ein bisschen in der Verteidigung schon gar nicht schlecht. Jetzt ist er auf die Außenpositionen, musst du schauen, vorne musst du gucken, oh, top, vorne als Spitze, ob er das schafft, ist eine, die Frage wird sich stellen in der nächsten Saison. Traust du den dem zu, so in einer Saison an Toren? Bitte? Den Top? Nee, das, da äußere mich, Abi, da äußere ich mich nicht. Ich habe meine Meinung, aber ich werde sie nicht sagen. Und das, du musst da immer, und die werden unterwegs sein, die werden ja doch über das ganze Jahr über, musst du als Verein doch unterwegs sein, hören, zuschauen und so weiter. Und hoffen, wir können nur hoffen, dass wir, FC Schalke 04, dass sie diese Leute holen, die uns weiterbringen, nach oben bringen, um dass wir irgendwann mal wieder in der Champions League spielen. Hat man ja gesagt. Man hat gesagt, man will in den nächsten paar Jahren. Das ist ja mit dem Paar. Was heißt Paar? Und unter die ersten 6 der Bundesliga. Also haben sie sich schon die Aufgabe gestellt. Und da schauen wir mal, wie der Kaiser gesagt. Da bin ich auch mal gespannt. Ja, ein Grundgerüst ist ja da. Spieler, die am Anfang der Saison nicht die große Rolle gespielt haben. Schallenberg, haben viele gesagt, hilft uns nicht weiter. Seguin hilft uns nicht weiter. Und jetzt haben die sich dann doch entwickelt und sind dann doch ein Grundgerüst. Könnt ihr euch erklären, warum das jetzt auf einmal funktioniert und am Anfang der Saison nicht funktioniert hat? War das vielleicht dann doch Trainer? War das Zusammensetzung? War das Unruhe? Ich glaube, dass da allgemeine Unruhe in der Truppe war. Fußball spielen können sie ein bisschen, da muss man auch sagen. Also das ist ja nicht so, als wenn sie kein Fußball spielen können, sondern die sind ja in der Schalke hingekommen, weil sie Fußball spielen können. Und ja, die haben einfach unter ihrem Wert gespielt. Ja, die haben sich untergeordnet und haben das gespielt, nur was im Endeffekt, was sie können, aber die können eigentlich mehr. Ja, also wenn ich den Seguin manchmal sehe, finde ich den richtig klasse. Aber das ist zu wenig, wenn der im Spiel 1-2 Sachen nur macht. Und das gefällt mir dann wieder nicht. Da müsste ich als Trainer hingehen und sagen, pass mal auf, warum machst du das nicht pausenlos? Und wenn du platt bist, holen wir dich runter. Ja? Aber bei Schamberg ist es ja so gewesen, dass wir alle geschimpft haben. Aber ich glaube, Unterschied Paderborn und Schalke ist schon so. Das heißt also, der musste sich erstmal hier dran gewöhnen im Stadion. Viele Leute, Fehlpass, gleich gepfiffen und mit 60.000 Pfeifen. Und es läuft in der Mannschaft nicht und du machst Fehler, hast auch kein Selbstvertrauen.
Also Selbstvertrauen hast du ja nur, wenn du Torschütze in jedem Spiel wirst, dann hast du auch sicherlich keine Probleme. Aber das ist einer, der in der Defensive auch viel Fehler gemacht hat. Da muss man auch mal sagen, auf die ganze Saison gesehen, die letzten Spiele stand da irgendwie, aber da war auch die Entscheidung, dass wir nicht mehr absteigen. Ja, da war auf einmal der oben, der Proppen, der ging weg, da hatte keinen Druck mehr gehabt, keiner mehr Druck gehabt. Und schon hat man gesehen, dass unsere Mannschaft ein bisschen besser spielt. Also die können es ja. Aber der Druck war für einige Spieler zu dick, zu groß, zu sagen, ich gehe mal jetzt hier auf den Fußballplatz und spiele mal ein bisschen. Das kannst du in Schalke nicht sagen. Schalke ist, ja, Schalke will nach oben, Schalke will nicht unten spielen. Und dadurch, dass der Druck natürlich immer weiter kam, dass wir da unten drin standen und nicht hochkamen, und man sieht, dass jetzt haben wir 7 Spiele gespielt, und die spielen alle locker, alle nehmen den vernünftigen Ball an. Vorher ist der Ball 5 Meter weggesprungen. Jetzt holen sie ihn alle runter und spielen vernünftig, weil sie Selbstvertrauen haben. So, und es ist einfach so in der Mannschaft. Wenn du kein Selbstvertrauen hast, dann gehen viele Sachen in die Hose. Ja, wir haben natürlich auch den einen oder anderen Spieler verloren. Und das ist am Anfang, das kommt von einem anderen Verein. Schalke 04 ist ganz was anderes als Paderborn, schon von den Medien her, ja, was da alles geschrieben wird, wenn es nicht so gut läuft. Und dann läuft es bei mir auch nicht so gut. Und die Kritik ist auch schnell da von den Medien, da brauchen wir uns auch nicht zu unterhalten. Ja, aber sie haben sich im Laufe der Saison haben sie sich stabilisiert und haben auch die letzten Spiele relativ gut und erfolgreich gespielt. Und da müssen wir sie weiter aufbauen. Den anderen Spielern, die dazukommen, da müssen diese Jungs dann helfen. Und vielleicht hat in der Kabine vieles nicht gestimmt. Vielleicht hat man sich angemacht. Ich weiß es nicht. Weil woher soll mir das wissen? Wir waren nicht dabei. Aber jeder Spieler, der muss man in der Kippe sagen, wenn du nach Schalke kommst, ist eine andere Situation, wo du warst. Und wenn sie bei kleinen Vereinen waren, ist es ja noch schlimmer, weil da kennen die ja gar nicht. Und deswegen hoffen wir, ich hoffe zum Beispiel, dass Schalke 04 die Spieler holen kann, die wir brauchen, um eine gute Rolle nächstes Jahr in der zweiten Liga zu spielen. Um vielleicht, wenn man oben mitspielt, mit viel Selbstvertrauen, ja, hier Zuschauer, volle Hütte immer, das wir vielleicht schaffen. Aber du musst aber auch Qualität haben, wenn du aufsteigst, dass die mit dieser Qualität auch bestehen können in der ersten Liga. Sonst bringt es ja nichts. Du darfst nicht mehr absteigen. Ja, schon von der ersten Liga, wir sind noch in der zweiten. Erste Liga, ja. Aber nein, wieder auf, um aufzusteigen. Aufzusteigen, so. Ja, da musst du Qualität haben, sonst steigst du vielleicht wieder ab. Und das ist nicht gut. Ja, aber ich glaube, das wissen die wahrscheinlich hier bei uns auch. Das Problem wird einfach sein, hast du das Geld dafür, um vernünftige Spieler zu holen? Ja, du kannst jetzt nicht sagen, weil wenn Manga, hier hinkommt und der ist jetzt der große Zauberer und der rührt jetzt da einmal so in dem und dann kommen da nur Granaten raus, da bin ich auch nicht von überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen, dafür ist das Fußballgeschäft zu groß und jeder sucht junge Spieler, jeder sucht Spieler, die Leidenschaft haben, die was können und gute, und nicht nur Spieler. Ja, billig ja auch, vor allen Dingen billig, ja, und man weiß ja jetzt auch nicht, wer jetzt hier bei uns gehen wird. Kriegen wir überhaupt noch ein bisschen Geld dafür? Ist das jetzt hier mit Karaman, geht der, bleibt der nicht? Das sind ja so Sachen, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber wenn jetzt Karaman geht, dann hast du mit der Rolle schon 2 verloren. Also, da müsste man jetzt schon nachdenken. Weiß ich, Karaman hat, glaube ich, 12 oder 13 Tore, weiß ich jetzt nicht. 13. Ja. Und das ist natürlich auch schon mal einer. 13 Tore ist schon eine Menge. Also in der Liga, wenn einer als Mittelfeldspieler spielt, ist ja auch keine Spitze gewesen in dem Sinne, ja. Aber man muss dann schon schauen, dass man vernünftige Spieler hinholt. Aber das ist, glaube ich, nicht so einfach, wie sich einige Leute, glaube ich, denken, dass man sagt, ja, wir holen jetzt hier Ben Manga und der macht das jetzt. Ja, wenn der mal in die Scheiße greift, auf Deutsch gesagt,
dann hast du ja mal ein Problem im nächsten Jahr, aber ein richtig, das ist ein größeres Problem als jetzt in diesem Jahr, weil in dem Jahr, jetzt wo wir es so schlecht gespielt haben, war die Mannschaft trotzdem sehr, sehr lange zusammen. Ja, es hat an einiges gescheitert. Warum? Weil sie nie unterhalten haben, weil sie sich immer angeschrien haben, ja, weil der eine oder andere eben unter Wert gespielt hat und. Aber wenn du jetzt neue Spieler holst und das geht in die Hose, dann hast du aber ein Riesenproblem im Verein, weil die wirst du nicht so schnell umdrehen, dass sie auf einmal auf 120 sind. Ein großes Problem wird immer sein, das gilt nicht nur für unseren Verein, sondern insgesamt, wenn du gute Spieler immer abgeben musst und weißt nicht, was kommt, dann stehst du irgendwo mal da, wo wir dieses Jahr gestanden haben. Nicht nur wir, auch andere Vereine, ob erste Liga, zweite Liga, spielt keine Rolle. Weil gute Spieler, nur mit guten Spielern kannst du dich stabilisieren, kannst du wieder versuchen, weiter nach oben zu kommen. Aber wenn du die Besten immer abgibst, ja hallo, dann wird es verdammt schwer. Und ich hoffe nicht, dass es bei uns so ist. Naja, normal. Also ich finde jetzt in diesem Jahr müssten wir noch gucken, dass wir auf der rechten und linken Seite was besorgen. Also jetzt linke Seite kommt ja von Braunschweig her. Aber auf der rechten Seite müssten wir auf jeden Fall einen Verteidiger besorgen. Ich weiß nicht, was mit Brunner ist. Also der ist mal hin und her. Der Suppi da, der hat uns natürlich richtig weit gebracht, nämlich nirgendwo hin. Also der war gar nichts, meiner Ansicht nach. Das war ein kompletter Fehleinkauf, was wir da gemacht haben. Und deswegen sage ich ja, wenn man solche Leute holt und man glaubt, die passen auf einmal nicht, dann hast du ein Riesenproblem. Deswegen, also Steven van der Sloot hat es ja in den letzten Spielen ganz gut gemacht, aber dazu dann vielleicht noch einen, aber den der haben den wir unterstützt. Aber manchmal gesagt, warum spielt der nicht? Warum, das haben wir über Monate gesagt, warum nimm doch mal von der U23 jemand rein. Und der hat bis jetzt, meiner Ansicht nach, hat der sehr gut gespielt. Der hat seine Seite sauber gehalten, der ist mal mit nach vorne gegangen. Hat jetzt auch nicht die Flanken reingeschlagen, wo man jetzt sagt, boah, der muss jetzt immer spielen. Aber er hat außen alles kaum Fehler gemacht. Er hat außen alles so gemacht, wie man als Verteidiger arbeiten muss. Und ich habe auch gesagt, unser Freund hier, ich komme immer auf den Amidi, ist das so richtig ausgesprochen? Ja, aber der wird ja wahrscheinlich den Verein verlassen. Ne? Ja, aber Vertrag, du musst dir mal vorstellen, da sind 8 Vereine dran. 8 habe ich jetzt mittlerweile genehmigt. 8 Vereine. Kann doch nicht sein, im besten Willen nicht, dass ein U23-Spieler von 8 Vereinen, was weiß ich, Magdeburg, Karlsruhe, Kräuter Fürth, St. Gallen, Rapid Wien, Ajax Amsterdam. Die haben doch nicht alle so die Augen und sagen, oh, das sieht aber gut aus, oder? Die müssen den doch sehen und die haben doch auch Jungs, die unterwegs sind und sagen, hör mal, du, der kann aber kicken. Aber da muss doch unser Verein, egal wie auch immer, doch alles machen, um den Jungen hier zu behalten. Wenn ein Verein kommt, der will sagen, naja, gut. Da suchen sie ein bisschen auf der. Aber wenn 8 Vereine einen Spieler sehen und die sagen, wir wollen den unbedingt haben, dann muss man, ja, egal, René, ob der jetzt was kostet oder nicht kostet, dann ist das aber so. Dann kann man eben den Vertrag länger machen oder wie auch immer, aber dann eben stückeweise das Geld geben, wie sie ja mit Fährmann auch mal gemacht haben. Also es geht irgendwie immer, wenn man was will. Also ich persönlich finde ihn gut, so wie der Klaus jetzt vorhin auch seinen Abwehrspieler hier, den CC, gesagt hat, ist gut. Ich finde den auch gut. Ja, ich habe den ein paar Mal gesehen, das ist ein Riesentalent. Und ich glaube, dass man für den richtig viel Geld kriegt. Ja. Wenn man den weiter ausbildet, natürlich. Und das ist die Frage. Es muss ausgebildet werden, trotzdem. Ja, und da muss, wenn Gerrit hier bleibt, dann muss Gerrit daran arbeiten, dass er diese Jungs noch was beibringt in der Liga. Oder das, was denen noch fehlt. Ganz einfach. Ja, da muss man klipp und klar mit den Jungen reden. Egal, wer das ist. Und da sind einige. Ich hab sie in Gütersloh gesehen. Ja, waren wir zusammen, genau. Wo einige Jungs dabei. So, Jungs, welche Chance habt ihr denn? Gebt Gas. Da habt ihr die Möglichkeit, hier auf Schalke vielleicht zu spielen. Und dann muss man auch mal wirklich so stark sein
und in verschiedenen Situationen so ein Junge mal die Chance zu geben. Genau, jetzt, ihr Van der Stott, der hat wirklich, und da ist er nicht, der hört er nicht auf, der ist 21 oder 22 Jahre, der wird noch besser. Je öfter er spielt, desto mehr Selbstvertrauen kriegt er auch. Die anderen helfen ihm. Na, hast du vielleicht eine gute Reihe hinten, die Viererkette hinten, die gut harmoniert, die nicht zulässt. Und dann eben auch mit Offensivqualität, auch mit nach vorne und Mut haben. Und was muss er so ein Junge machen, der auf der rechten Seite oder linken Seite spielt? Er muss Mut haben, Gas geben und gute Flanken schlagen. Und das kann man trainieren. Ja, klar. Ja, aber nicht einmal im Jahr, sondern jeden Tag. Ja, und dann habe ich was von. Und dann wieder schön wieder in der Abwehr. Da passt das auch. Und aber das geht ja nicht. Wir haben ja immer viele gute Jungs aus der A-Jugend, aus der U23, sind da reingewachsen, auch in die C-Spielermannschaft. Aber den Jungen klipp und klar sagen, was ich von dir erwarte, das musst du zeigen. Das geht's. Was erwartet ihr denn von der... Na gut, wir haben noch ein Spiel, also das sollten wir auch nicht unterschlagen. Greuther Fürth, es geht noch um Platz 10 oder 11. Also es geht ja auch um ein paar tausend Euro noch für die Fernsehgelder. Also Platz 10 wäre schon nicht schlecht, wenn wir den halten könnten. Aber was habt ihr für eine Zielsetzung? Klaus möchte ja gerne aufsteigen, aber ist das ein realistisches Ziel für die kommende Saison, zu sagen... Aufstieg oder soll man dann sich erstmal etablieren in der zweiten Liga und dann aufsteigen? Ich sage, wenn wir die Qualität haben, müssen wir aufsteigen. Hast du die Qualität nicht, ja, kommst mit zu einer Ebene vielleicht als zweit nach oben, dann hast du wieder oben Probleme. Bei erster Liga ist ganz was anderes, zweite Liga. Und das wird sich zeigen. Ja? Und sind andere Vereine auch direkt auch wieder aufgeschrieben, haben es etabliert. Also aber einige haben auch Schwierigkeiten. Jetzt kommt der erste FC Köln wieder runter. Der war mal oben, einmal unten, mal zwei Saison geblieben, auch kein Geld da. Ja, das sind alles solche Probleme, die der Verein meistern muss. Wir, das müssen die sind dran, die sind jeden Tag zusammen und müssen das alles besprechen für den Verein FC Schalke 04. Ja, also ich bin der Meinung, dass wir ruhig noch ein Jahr in der zweiten Liga, wir müssen gucken, dass wir eine Mannschaft zusammenfinden, ja, habe ich gesagt. Die immer besser zusammengestellt wird. Du nutzt nichts, wenn du in diesem Jahr oder im nächsten Jahr aufsteigst und dann hast du wieder das gleiche Problem. Ja, dann kriegst du auch wieder ein paar Euro, aber da musst du ja wieder ganz andere Spieler holen. Unterschied zwischen Bundesliga und zweite Liga ist so, ja, da ist schon, wenn du erste Liga siehst, das ist schon anderer Fußball als in der zweiten Liga. Ein Spiel oder zwei Spiele gegeneinander ist gar kein Problem, dann sieht das aus, als wenn du gleich bist, ja. Aber wenn du jetzt auf der ganzen Saison hingesehen hast, zum Beispiel Darmstadt. Die haben gedacht, naja, okay, wir kommen ja, wir bleiben drin, ja, und haben im Grunde fast nichts geholt, außer Polter. Ja, und das war schon meiner Ansicht nach ein Riesenfehler, was sie da gemacht haben. Der Polter ist nicht unbedingt einer, der... Du hast das Spiel jetzt gesehen? Was sind da für Spiele? Die spielen 4-2. Kommt ein langer Ball nach vorne und die gehen in die Tore rein. Da frage ich mich, wie kann ich die Spieler, hallo, was guckt ihr eigentlich? Aber Klaus, das Problem wird sein, dass, ich sag mal, glaube ich schon vom Geld her, dass die Mannschaft, so von Darmstadt zum, unter anderem sage ich jetzt einfach mal Darmstadt, ist es so, dass die fast zusammenbleiben werden. Also der Trainer bleibt, also wird der auch darauf Wert legen, dass der eine gute Mannschaft kriegt. Für die zweite Liga. Das ist schon mal für mich ein Favorit. Ich finde mich kein Favorit. Ja. Für mich ist Darmstadt kein Favorit. Ich glaube aber schon. Egal wie auch immer, wir werden das ja nächste Saison sehen. Und die Saison wird nicht einfacher. Nein, die Saison Klaus hat schon gesagt, Köln kommt wahrscheinlich runter. Dann müssen wir abwarten. Mainz, Union, eventuell Bochum. Ja, alles. Ja. Deswegen sagen wir ja. Also du kannst doch eigentlich im Grunde nur sagen, so, pass auf, wir gucken erstmal, dass wir eine schöne, stabile Mannschaft haben,
das, was uns in diesem Jahr passiert ist, darf uns nicht mehr passieren. Natürlich würde ich auch sagen, wenn wir die Chance haben, aufzusteigen, sollte man sie nehmen. Aber wenn noch nicht das Potenzial vielleicht da ist von Spielern, dann sollte man zusehen, dass man unter den ersten 10, unter den ersten 7 irgendwo bleibt, dass man also nicht so wie in diesem Jahr unten drin hängt. Und du siehst, da liegt ein HSV vor Augen. dann ist das so, wenn man unten ist, dann verliert man die Nerven. Und das haben wir hier oft erlebt bei Spielern, die jetzt auf einmal komischerweise besser geworden sind, weil sie befreiter spielen können. Aber ich bin anderer Meinung, wenn du aufsteigst, mit Hängen und Würgen aufsteigst, bin ich der Meinung. Aber wenn du mit Qualität aufsteigst, wenn gute Spiele abliefst und so weiter, dann aufsteigen. Und in der ersten Liga auch mit Mut. Nicht in die Hose machen, wenn ein guter Gegner kommt. Dann hast du auch Qualität. Und mit Qualität kannst du dich dann halten. Du hast irgendwie nochmal was gesagt, wie Money, oder was hast du nochmal gesagt? Oder Geld braucht man dafür? Ja klar. Ja. Wie auch immer, es ist egal. Also wenn wir jetzt hier nicht einen Hauptsponsor kriegen, ja, der richtig viel Kohle gibt, dann haben wir auch wieder ein Problem in der zweiten Liga, bin ich von überzeugt. Weil du musst jetzt auch einen Sponsor finden, der jetzt auch ein bisschen Geld im Verein reinschmeißt, dass die Sicherheit da ist, dass man wirklich Sicherheit planen kann, auch im nächsten Jahr. Also man muss ja jetzt hergehen und sagen, du, wir müssen jetzt so eine Mannschaft haben, das darf uns hier nicht nochmal passieren. Aber im Fußball kannst du leider nicht so sagen, ich will aufsteigen, nicht aufsteigen oder absteigen. Das Problem ist einfach, gute Spieler können sich verletzen und. Hast du dann Geld, um nachzuschieben für den einen oder anderen Spieler? Das gehört auch ein bisschen Glück in einem Verein. Ja, in diesem Jahr haben wir richtig viel Glück gehabt, aber wir haben unser Glück nicht verbraucht. Ja, und das ist ja das, was ich immer gesagt habe. Wenn du eine gute Truppe hast, heißt aber nicht unbedingt, dass du aufsteigst. Das heißt, Saisonende ist 34. Spieltag. Und wenn du da oben stehst, dann hast du auch, so wie Klaus jetzt auch sagt, auch in der zweiten Liga, dann hast du es geschafft, dann ist man natürlich glücklich. Ja, und dann sieht es vielleicht auch ein bisschen, klar würde ich mich auch freuen in der ersten Liga, ich habe auch keine Lust um 13 Uhr hier hinzugehen, um mir den Mist dann manchmal anzugucken. Ja? Nee. Aber wenn ich um 3:30 komme und ich spiele hier gegen Bayern, ich spiele gegen Gladbach, ich spiele gegen Dortmund oder wie auch immer, ja, bin ich da auch lieber hier, als wenn ich mir hier so, was weiß ich, Paderborn angucken muss, ja? Dass mir die Augen nachher wehtun. Ja, also das ist doch ganz klar, Bundesliga ist doch ganz was anderes. Ich bin für Aufsteigen mit Qualität, um uns dann in der ersten Liga zu behaupten. Nichts anderes. Gutes Schlusswort. Ja. Wir hören uns nächste und sehen uns nächste Woche nach dem Spiel gegen Fürth. Danke und Glück auf. Glück auf, René.